Hallo, ihr wunderhübschen Menschen. Mann, seid ihr wieder sexy heute. Und wisst ihr was? Jetzt hört mir gefälligst mal zu. Hingesetzt und lausche auf. So, Entschuldigung. Aktuell ist ja WM. Und während der WM, das hat sich über die letzten WMs so eingebürgert, versucht man in der deutschen, aber auch in der europaweiten Politik so ein paar Sachen durchzudrücken, von denen lieber nicht so viele direkt was mitbekommen. Sind ja alle Massen so schön abgelenkt. Ja, und da sage ich nur mal, fickt euch. Wir hatten das eine Weile nicht mehr, dass ich mich mit einem Appell ganz direkt an euch gerichtet habe. Aber bitte hört zu und bitte erkennt das Problem. Denn es sieht aktuell so aus, dass das EU-Parlament versucht, den sogenannten und gefürchteten Artikel 13 durchzudrücken. Warum gefürchtet? Passt auf. Das ganze Ding passiert, vereinfacht ausgedrückt, im Rahmen eines Copyright-Gesetzes. Und diese neue Copyright-Richtlinie, genauer gesagt der dazugehörige Artikel 13, sieht vor, dass Websites oder Internetplattformen in Zukunft dazu verpflichten soll, sogenannte Upload-Filter einzubauen. Also Algorithmen, die checken sollen, ob eventuell ein Copyright-Verstoß vorliegt, wenn du beispielsweise Bilder in Videos benutzt, wenn du dich beispielsweise mit Ausschnitten auf andere Quellen beziehst oder auch wenn du zum Beispiel Memes baust oder wenn du Fanvideos auf YouTube machst, wenn du einen Blog hast, der über aktuelle Events berichtet. Kurz gesagt, wenn du dich kreativ ausleben willst, wenn du deine Meinung zu etwas teilen möchtest oder aber auch wenn du über etwas berichten möchtest. Moment mal, ich stelle gerade fest, wow, ich bin voll gefickt. Naja, kurzum, dieser sogenannte Artikel 13 wird das Internet auf eine Art und Weise einschränken, wie wir uns in unseren schlimmsten Albträumen das Ganze nicht erträumen könnten. Um ehrlich zu sein und das Ganze noch ein bisschen dramatisch zuzuspitzen, Artikel 13 öffnet der Internetzensur endlich Haus und Hof. Endlich, weil sich Regierungen und Firmen natürlich wahnsinnig darüber freuen. Du bist mit einer Berichterstattung nicht einverstanden? Oder könnte ja ein Bild oder eine Soundspur oder ein File oder ein Videoausschnitt von dir drin sein? Zitatrecht oder öffentliche Freiheit? Meinung oder Journalismus? Fuck it all! Boom! It's taken offline! Damit killt man Internet-Content. Damit zensiert man Journalisten, Blogger, die freie Meinung. Und ganz ehrlich, die Leute, die hinter Artikel 13 stehen, hatten vielleicht ganz am Anfang mal eine gute Idee, aber sie haben das fucking Internet nicht verstanden. Und deshalb, weil es wirklich in den nächsten Stunden und in den nächsten Tagen um unser Internet geht, als den Raum, den wir als Kreative, als Fans, als Leute, die das Internet lieben und mit dem Netz aufgewachsen sind, sich darin bewegen und darin leben, einfach lieben gelernt haben. Für uns geht es im Prinzip gerade um alles. Genauso wie für dich, der du Nein-Gagger bist. Oder für dich, der du eine Meinung zu einem Thema hast. Oder für dich, der gerne mal Journalist werden möchte und mit einem kleinen Blog anfangen will. Und das betrifft noch so viel mehr Zweige hier im Netz. Und euch alle bitte ich um eins. Teilt nicht nur dieses Video hier. Ihr wisst ja, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert. Däumchen wären Träumchen. Vielen Dank für jede Bewertung. Vor allem aber schaut unbedingt in die Videobeschreibung. Unter dem Punkt Quellen findet ihr da nämlich die Petition, die man in den nächsten Stunden unbedingt noch unterschreiben sollte, damit einfach jeder sieht, wie viele Menschen dagegen sind. Und immerhin sprechen wir ja bei der Demokratie von der Macht des Volkes. Umso mehr Leute also bei dieser Aktion zusammengekratzt werden, desto mehr muss man sich in der Politik entweder die Blöße geben und zu sagen, ja, wir scheißen halt drauf. Auf die freie Meinung des Volkes. Oder man schenkt dem Ganzen Gehör und es ist noch nicht zu spät. An Artikel 13 muss gearbeitet werden, denn so wie er aktuell verfasst ist, droht einfach Gefahr. Also Freunde, vielen lieben Dank für alle, die das Video teilen und noch mehr Danke an alle, die über Social Media die Petition teilen. Ich habe euch dazu sogar noch mehr Videos verlinkt, falls ich euch nicht überzeuge. Noch ein paar Leute, die sehr gute Videos dazu gemacht haben, gebt euch das einfach. Bis dahin, wir sehen uns am Donnerstag wieder mit ganz regulären Lin-News. Es ist ja einiges passiert, aber das war heute auf jeden Fall so wichtig, dass es heute nur um den vermaledeiten Artikel 13 gehen sollte. Also, verdammte Axt im Walde. Wenn wir das Ding nicht gestoppt kriegen, sind wir ein bisschen selber schuld. Gebt alles. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Traumhaften Tag noch. Und uns allen viel Glück. Aktuell ist ja... Dass Websites oder Internetplattformen in Zukunft... Mann, Alter.